Liebe MyTischTennis.de-User, die Olympischen Spiele in Tokio sind seit dem Wochenende im vollen Gange. Vor allem für Petrissa Soljaa lief es alles andere als rund. Nach dem Horror-Aus im Mix mit Patrick Franziska folgte am Montagmorgen der frühe K.O. im Einzel. In Topform befindet sich dagegen Timo Boll, der beim 4:1-Erfolg über Kirill Gerasimenko trotz Rückstand souverän aufspielte und das Achtelfinalticket buchte. Das möchte am Dienstag auch Dmitri Ovtcharov lösen. Der Vize-Europameister bekommt es zunächst mit dem Russen Kirill Skatschkov zu tun. Danach könnte es zum Duell mit dem Japaner Koki Niwa kommen. Boll trifft auf den Sieger der Partie Yong Jung-sik gegen Panagiotis Giannis. Im Wettbewerb der Damen ruhen nun die alleinigen Hoffnungen auf Han Ying. Die erfahrene Abwehrspezialistin müsste im Achtelfinale gegen Feng Tianwei aus Singapur ran. Vorausgesetzt, die 38-Jährige übersteht die Runde der letzten 32 gegen Yan Fanglei aus Australien. Die erste Entscheidung um Edelmetall fällt am Nachmittag im Mixed, wo Xu Xin und Liu Shiwen sowie die Franziska Soljaa-Bezwinger Yun Mizutani und Mima Ito um Gold kämpfen. Die Endspiele im Einzel sind für Donnerstag und Freitag terminiert. Am kommenden Sonntag beginnen dann die Mannschaftswettbewerbe. Ob Live-Ticker, Spielberichte oder bunte Geschichten, auf www.mytischtennis.de bleiben Sie ständig auf dem neuesten Stand. Neben einem Faktencheck samt Gegneranalyse bewerten unsere 6 Experten die Auftritte der Deutschen im Nachgang ihrer Matches. Knapp 9500 Kilometer weiter westlich geht ab morgen die Jugend-EM in die nächste Runde. Die U19-Konkurrenz ging am Samstag mit aus deutscher Sicht guten Ergebnissen zu Ende. Kai Stumper wurde Einzel-Europameister und gewann mit Daniel Rinderer Bronze im Doppel. Anastasia Bondareva und Sophia Klee holten Silber bei den Mädchen. Ab Dienstag nehmen die U15-Asse die Medaillen im kroatischen Varazdin ins Visier. Für die an der Schulter verletzte Jele Storz rückte Faustina Stefanska mit dem TTB-Schülerinnen-Team nach. Die Mannschaft um Spitzenspielerin Annette Kaufmann ist an Position 1 gesetzt und hat gute Chancen auf den Titel. Bei den Jungen, bei denen Noah Hersel für Pavel Sokolov nach einem falsch positiven Corona-Test nachrückte, ist das Viertelfinale das ausgegebene Ziel. Die Medaillen im Teamwettbewerb werden am Freitag vergeben. Dann fällt auch der Startschuss für das Individualturnier, das bis zum 2. August läuft. Wir halten Sie auf mytischtennis.de natürlich auf dem Laufenden und wünschen Ihnen eine sportliche Woche.